Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Detroit Become Human. Wir befassen uns heute mal mit der Ersatzteilbeschaffung für Androiden. Es wird sehr, sehr spannend. Ich kann mir nur unter der Geschichte, wie es weitergeht, noch nicht so viel vorstellen. Nur eins kann ich sagen, es gibt halt eine Art Freiheitsbewegung unter den Androiden. Sie wollen keine Sklaven mehr sein, wollen halt Menschen werden. In Anführungsstrichen leben wir Menschen halt Freiheit. Selbstbestimmt. Ja, und wir lassen uns mal überraschen. Ach, und was ich noch dazu hinzufügen kann, es heißt ja auch Become Human, also Mensch werden. Oh. Er ist wieder in dem Park. Letztes Mal auch waren. Ah, da hinten ist sie. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was sie eigentlich für eine Rolle spielt. Na. Ansprechpartnerin für ihn. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Weiß doch gar nicht, ob sie ein Mensch ist. Oder ist sie ein Androide? Mensch, Connor. Du hast den Abweichler gefunden. Also, was hast du erfahren? Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustiere. Aber nicht in dieser Form. Das ist quasi menschlich. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Zu schade, dass er sich selbst zerstörte. Das stimmt. Er war in Lieutenant Andersons Obhut. Ich konnte nicht vorhersehen, dass er ihn entkommen lässt. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Sie verbessert sich. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Schon merkwürdiges Verhältnis zwischen den Uns beiden. Es bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. So, als wäre das hier die Cyberlife-Mentoren, ne? Krass, ich habe eigentlich gedacht, es geht mit der Ersatzteilbeschaffung weiter, aber vermute mal, nach der Geschichte hier mit Lieutenant Anderson geht's weiter. Die Szenen wechseln ja auch immer. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Oh, der reißt mir den Kopf ab, wenn er aufmacht. Ah,
Ich vermute mal, wir kommen von hinten rein. Oh, Hank ist ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Androide hat Schiss, dass er gebissen wird. Das ist auch schon wieder sehr menschlich. Oh, der hat sich bestimmt mal wieder ohnmächtig gesoffen, oder? Ja. Einfach besoffen. Schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Heftig, heftig. Der hat sich aber richtig gegeben. Sagen, ist einfach besoffen. Revolver. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, du verdammt. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß! Stellen wir jetzt erstmal schön unter die Dusche. Hey, ja, ja, hey. Bring Hank ins Badezimmer, ja, das mache ich. Guter Hund! Fass ihn! Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, das glaube ich auch. Lass uns mal kalt duschen hier. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich gehe nirgendwo hin. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Das war ein bisschen kalt, was? Was machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich Sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt ein Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Mann, das ist ein Häufen Elend. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Dann holen wir mal die Klamotten für ihn. Was möchten Sie anziehen? Ja, ist egal. Scheißegal, ist gut. Mann,
Mann, wie kann man so versoffen sein? Ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Geht. Wir fahren mehr über Hank. Ja, das machen wir doch gerne. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der... Autumn Blues. Auch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Viele Experten befürchten nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag wahrscheinlicher wird. Oh, er hat einen Sohn gehabt, ne? Oh, der ist verstorben, okay. Hank hat seinen Sohn verloren. Ja, das ist schon hart. Ja, wir sagen mal nichts. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Und ein Bernardiner, niedlich. Den edlen Eden-Club aufbrechen, okay. Dann gucken wir mal. Ah, jetzt geht's, glaube ich, hier mit unseren Ersatzteiljagd los. Was ich vorhin am Anfang angesprochen habe. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Sie läuft aber ziemlich flinke. Sie sind nicht so fix. Sie dürfen uns nicht sehen. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Oh, die ist ziemlich clever, die Kleine. Ich überlege, am Anfang habe ich fast keinen dazu bekommen, dass er überhaupt mitkommt. Jetzt sind wir zu viert, ist das ein super Ergebnis. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Die anderen laufen flüssiger. Ich bin so menschgesteuert.
Lagerhäusern. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Kann ja was werden. Jo, die haben wir ausgeschaltet. Okay? Ja, alles klar. Sehr gut. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Oh, da können wir die anderen aber gut ausrüsten. Oha. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Greifen an, keine Chance. Oh, das war sogar ein Mensch. Das ging nicht anders. Jetzt hat er schon 2 Menschen getötet. Schon krass. Nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Für die großen Kisten. Gucken, da finden wir wahrscheinlich noch mehr. Wird ja interessant.
Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, Sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Okay, interessant. Bei dem einen haben wir verschissen, bei dem anderen Charakter stehen wir wieder gut da. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wir haben Wagens. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Okay, das ist vernünftig. Der Schlüssel, okay. Schlüssel gefunden. Kümmere dich um die Wachen. Na, hurra. So aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Oh, sehr geil. Plan hat funktioniert. Ohnmächtig. Jo, auf jeden Fall. Jo, geschafft. Hast du ihn? Cool. Lange in den Laster. Einsteigen. Schnell, rein hier. Ja, dann wollen wir mal, ne? Fahre von den Docks weg.
Ja, das ist schon hart, also dass man da wieder jetzt dreht sich das wieder so ein bisschen, wenn man jetzt so viele Menschen da umgebracht hat wieder. Es ist schon sehr grenzwertig. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Oh, das wird sehr interessant, wie das weitergeht. Es gibt ja auch noch andere Androiden, die denken nicht so. Ja, wie mein Polizist hier. Den wir dann auch gleich nochmal wahrscheinlich als Charakter spielen dürfen. Okay, dass er die wieder umgebracht hat, das war nicht so schön. Also, naja, was willst du machen, ne? So, dann machen wir mal weiter. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Ja, die kennen ihn da wahrscheinlich. Scheiße. Wahrscheinlich mit seinem Rotlichtroboter mal Spaß gehabt haben. Unsere Software wird auch schon instabil. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Wir sprechen ihn bestimmt schon mit Namen an. Connor, was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Gucken doch nur. Ich hatte echt nichts damit zu tun. Die Ermittlung läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau. Occupied, okay. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Oh, wer ist er denn? Mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Modell der Seriennummer. Okay.
Biokomponente schwer beschädigt. Ist irgendwie komisch, ne? Dass gleich beide gestorben sind. Herzstillstand. Opfer wurde gewürgt. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Naja. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich kann's versuchen. Im Führerschein steht... Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Das war's. Naja. Viel haben wir ja nicht rausbekommen. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Ja, wir werden auf jeden Fall weiter analysieren. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht mehr, als sie wissen haben. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Nein. Gut, einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. So, Ansicht ändern. Sie haben nicht zufällig eine Überwachungskamera hier? Ja? Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor. Wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. No, das geht aber. Günstig. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Eden Club wünscht Ihnen eine Abgeltung. Bitteschön.
Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Ein Ermittlungsverfahren. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du? Ah. Ein blauhaariger Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, und was soll ich mit der hier jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Android ging zurück in den Club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Lieutenant, wenn Ihnen was Besseres einfällt, sagen Sie es. Ja. Das sieht echt ein bisschen blöd aus. Ah, hier haben wir noch 2. Richtige Außersicht, überprüf anderen Ruinen. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Nö. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ah. Android ist in diesem roten Raum hier. Schauen wir mal hier. Gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Der hat demnächst was gesehen. Nein. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Polizist war hier, okay.
Auch nichts. Nein. Ich habe die Spur verloren. Ah. In diesen Raum hier reingegangen. Komm, du hast aber was gesehen. Okay, du hast auch nichts gesehen? Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Gucken wir mal hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber... Also, eine muss was gesehen haben. Muss reingegangen sein. Alles klar, dann haben wir sie ja. Is private stuff only? Los, komm schon. Nö. Gibt's doch gar nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die neueste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Ah, er hat was gesehen. Okay, ist durch den Mitarbeitereingang geflohen. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn! Okay, dann muss sie ja hier irgendwo sein, ne? Warte! Ich übernehme das jetzt. Ich habe schon gedacht, wir schaffen das wieder nicht. Die Frage ist nur, warum hat sie ihn umgebracht? Scheiße! Wir sind zu spät! Das ist schon krass, wie nüchtern er das mal alles analysiert. Bin raus auf RA9. Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Suche das Lager, okay. Ich glaube, hier rechts war noch was. Hier müsste noch was gewesen sein.
Okay, was ist da? Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich raff's nicht. So. Nee. Das legen wir mal weg, das bringt uns nicht weiter. Da haben wir ja unsere Spur. Suche nach Spur aus blauem Blut. Alter. Hier müssen wir ja mal schnell reagieren. Ah, scheiße. Musste mal die richtige... Ah, falsche Taste gedrückt. Jetzt echt drauf. Heftig, heftig. Los, komm. Schnell, sie entwischen uns. Ah, scheiße, Mensch. Die richtigen Tasten im richtigen Moment drücken, ja. Ah, scheiße. Jo, der hat gesessen. Die heult ja, als wäre es ein Mensch, aber es sind doch Androiden, ne? Warum? Warum hast du sie umgebracht? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Ja. Ja, tut uns leid, aber das ist manchmal bei polizeilichen Ermittlungen so. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ja, ist wieder so eine grenzwertige Sache. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen.
liebe sie. Ich habe sie geliebt. Krass, sie hat sich selbst gerichtet. Mein Gott. Hank feindselig, okay. Krass, das waren ja wieder emotionale Momente. Mann, Mann, Mann. Ja, Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal und wir sehen uns dann in der nächsten Runde und es wird bestimmt nicht weniger emotional. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank.